Martino liegt auf der westlichen Seite des Südsalentos und gehört zum Ionischen Salentinischen Verband zusammen mit den Gemeinden Aliste, Melissano, Ragale und Taviano. Die Stadt zählt mehr als 11.000 Bewohner und ihre Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren im Dienstleistungssektor besonders für das Angebot von Banks-, Versicherungs- und Handelsbedingungen entwickelt. Die Ortsmitte von Martino erstreckt sich auf den Verlängerungen der salentinischen südwestlichen Hügel, wo der Hügel Heiligen Eleuterius herausragt, unter den höchsten Landungen der Lecce-Provinz. Das bewohnte Gebiet herum entwickeln sich die weite Wein- und Ölanbaufläche, Beweis der Fruchtbarkeit dieses Erbes und seiner landwirtschaftlichen Tradition, die noch heute qualitativ hochwertige Öl und Wein erzeugt. In der Ortsmitte kann man die alten unterirdischen Ölmühlen bewundern, die in den Felsen aus Kalkgranit gehauen wurden. Jahrhundertelang hat der Olivenbau die Wirtschaft von Martino charakterisiert, die besonders für die Produktion und den Verkauf des Öls geeignet war. Besonders faszinierend bewahren die Ölmühle noch die Geräte für die Olivenpresse auf, die in den Jahrhunderten von den sogenannten Trapidari genutzt wurden. Sie waren die Arbeiter, die von den sogenannten Nakiro, dem Oberhaupt, geleitet wurden. Die alte Stadt entwickelt sich von den Augen der Besucher wie ein kostbares Juwel, reich an charakteristischen Fresschen und an wunderschönen Terrassen, die sich mit Steigungen und Gefällen schneiden und schaffen so sehr suggestive Landschaften. Maßnahmen zur Förderung und zur Valorisierung der Schönheit der Orte wetten auf die Valorisierung des reichen historisch-künstlerischen Erbe von Martino, wo die Kunst vom Tourismus mit der Empfindlichkeit und Gastfreundschaft der Leute des Südsalentos zusammenlebt. Die Ortsmitte von Martino ist ein Schrein ausgezeichneter Schönheiten, die sich in einer einzigartigen Landschaft befinden. Der Horizont mischt sich mit dem alten Kalk der Siedlungen. Lichter und Farben fallen ab und landen auf pittoresken und verschlungenen Gassen, die von der typischen Reinheit apulischer Steine bezeichnet werden. Wenn man entlang Gässchen von Martino spaziert, findet man die typischen salentinischen Gebäude, unter denen bewundert man bemerkbare Beispiele von den sogenannten Case a Corte, typische Siedlungen des Orts, und von den charakteristischen Mignani, die einst genutzt wurden, um die städtischen Gebäude zu verzieren. Die älteste Seite der Ortsmitte befindet sich auf Heiligen Georg Platz, wo die charakteristischen Symbole des religiösen Lebens des Orts und des alten feudalen Erben entstehen, die von den Marchesen del Tufo dargestellt sind. Die Hauptfassade des Palazzos der Marchesen beherrscht die Architektur der gesamten Umgebung. Die vielen Veränderungen und Renovierungen des Gebäudes sind sichtbar.
die Stile des 16. und 17. Jahrhunderts der alten Skulpturen der Loggia verbinden sich mit feiner Schlichtheit mit dem großen Eingangsportal, das aus den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts stammt. Die inneren breiten Räume erinnern das Reichtum der Adelsfamilie del Tufo, die hier in Matino lange Zeit gediehen hat. Die Fresken sind auch in dem Pferdestall des Palazzo. Auf den Seiten des Raums findet man Futtertröge für die Pferden. Hier sind antiken Kartusche und Ornamente. Das Gebäude stellt heute eine Schatzruhe der Kultur der Gemeinde von Matino dar, die die Kunst schätzt. Der Gemeinde gehört nämlich das MACMA, das heißt das Museum für zeitgenössische Kunst von Matino, das in den Räumen des Palazzos der Marchesen ausgerüstet wurde. Das Museum stellt eine der Hauptsammlungen der mündlichen Poesie und der Bildgedichte dar. In einem alten Saal kann man darüber hinaus den Zauber der Mikroschrift entdecken. Wichtig ist die Seite des Museums dem talentierten Künstler aus Matino, Luigi Gabriele, gewidmet, der jahrelang Schulleiter der Kunsthochschule von Parabita und Erneuerer der Bildungssysteme im Bereich der bildenden Kunst war. Im Herzen des Hauptplatzes der Ortschaft entsteht die Pfarrkirche Heiligen Georg, Schutzpatron von Matino. Auf der Spitze des Portals bewundert man die Statue des Heiligen und an den Seiten hängen zwei Fresken der Madonna der unbefleckten Empfängnis und der Frau vom Berge Karmel. Das Gebäude hat einen kreuzförmigen Grundriss und um den gesamten Rand stehen die Kapellen und die Seitenaltäre, die vom wertvollen Stuck und vom Pigmenten verziert sind. Die Architektur erinnert das 18. Jahrhundert des Salentos, als das Gebäude von Tommaso Pasquale Margoleo aus Martano wiedererbaut wurde. In der Nähe des sogenannten Bogens des Mittleins entsteht die gleichnamige bruderschaftliche Kirche, die seit über einem Jahrhundert von der gläubigen Gemeinschaft der Heiligen Jungfrau der Fürbitte. Das Gebäude wurde im Jahr 1716 wiedergebaut, wie auf einer Schriftrolle auf dem Portal geschrieben ist. Im Inneren werden wertvolle Fresken aufbewahrt, die in der Apsis von Bernardino Greco produziert wurden. Matino hatte einst ein wichtiges Dominikanerkloster. Nach der Zeit der Säkularisation von Napoleon und mit der Verschwendung der Brudergemeinschaften wurden das Gebäude entscheidend verändert und als Rathaus benutzt. Im Inneren erkennt man noch die Arkaden des alten Klosters. Besonders schön sind die Fresken des Anfangs des 18. Jahrhunderts, die von dem berühmten Maler Bernardino Greco aus Cupertino gemalt wurden. Die Szenen rufen ins Gedächtnis die Heilige zurück, denn die Dominikaner gläubig waren, die schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts das religiöse Leben hier in Matino charakterisiert haben. Die Kirche der Madonna des Rosenkranzes ist mit dem alten Dominikanerkloster verbunden.
Die Kirche ist auch unter als Kirche der Madonna der Hilfe gekannt. Wichtig ist die aus dem 18. Jahrhundert stammende Fassade des Gebäudes, die die typischen Rocaille-Ornamenten der Zeit zeigt. Die Kirche des Kruzifixes liegt der Straße entlang, die nach Casarano führte. Die Fertigstellungsarbeiten des Gebäudes gehen vermutlich aufs Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Die Kirche wurde für den Kult im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder geöffnet. Im Inneren ist es möglich, verschiedene Gemälde im Barockstil zu bewundern. Das Heiligtum der Schmerzenmutter wurde in der Hälfte des 18. Jahrhunderts dank der Bemühung der Gläubigen und der sogenannten Brudergemeinschaft der Sieben Schmerzen gefertigt. Die Kirche wurde mehrmals verändert, aber das Innere hat noch beträchtliche Ornamente und eine wertvolle Orgelpfeife. Die Kirche des Karmel liegt auf der Spitze der Ortschaft. Die älteste Seite des Gebäudes geht bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts zurück, obwohl die Fassade vor kurzem auf mittelalterliche Weise produziert wurde. Das Gebiet von Matino hat ein beträchtliches und architektonisch sehr wichtiges historisches Erbe. Das Vorhandensein des Menschen in dieser Ortschaft beläuft sich schon im Altertum, wie die Funde beweisen, die im Inneren der Grotte von Heiligen Hermes in der südlichen Seite der Ortschaft von Matino herausgefunden wurden. Während einiger Ausgrabungen wurden in der Grotte und auf den Ländern um diese herum wichtige archäologische Funde entdeckt, einige von denen vermutlich der Neandertaler Gemeinschaften zu verbinden sind. Das eingedrungene Gebiet wurde als Kultstätte in der byzantinischen Zeit benutzt. Das bemerkte man auf den Zeichen von Fresken an den Wänden der Grotte, die heute leider nicht mehr sichtbar sind. Immer noch mit der italienischen, griechischen kulturellen Tradition verbunden, ist die Grotte vom heiligen Eleutherus. Sie liegt an den Hängen des gleichnamigen Hügels. Laut einiger historischen Hypothesen liege das Hippogeum im Inneren eines alten byzantinischen Klosters des 10. Jahrhunderts. Hier gäbe es eine Kirche, die Schlafsäle der Mönche und einige Graben, die für die Weizenernte benutzt wurden. Aus dem Hügel vom heiligen Eleutherus kann man eine tolle Aussicht genießen. Die Farben und die Töne dieses alten Landes erinnern an die byzantinische Vergangenheit des Salentos. Die Länder von Matino sind eine angenehme Überraschung für die Besucher. Ein Beispiel ist der Garten Mimmo. Er liegt auf der Straße Pergola, die einst den Marchesen del Tufo gehörte. Charakteristisch ist das riesige Portal, das mit Dekorationen aus Bossenwerk verziert ist und aus dem 18. Jahrhundert stammt.
Neben dem Portal gab es früher eine alte Kirche, die als Landherrenhaus von der Familie del Tufo verwendet wurde. Im Inneren des eingezäunten Landes sind noch einige typische Ornamente der Adelsgatte sichtbar, wie zum Beispiel einige Puteale, die im 18. Jahrhundert produziert wurden. Auch der Garten Lazzarello auf der gleichnamigen Straße ist der feudalen Geschichte von Martino verbunden. Das Gebäude gehörte Ascanio del Tufo und seiner Gattin Beatrice Pignatelli und wurde 1725 fertigen lassen. Hier entstand früher ein Casino von den Lehensherren genutzt, um in aller Ruhe die Momente des sogenannten Müssiganges zu verbringen und die Kühle des Landes und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Das Land von Martino ist reich an reizenden Eindrücken. Man bemerkt die Schönheit der Ortschaft dank der Spontanität und eines alten und schlichten Salentos.